Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, es gibt mal wieder einiges an Hass, dieses Mal gegen Ty Conti und gegen Leila Hirsch. Und wir haben was zum neuen TNT Champion. Und die Hardy Boys haben ja jetzt auch wieder zusammengefunden und alles dazu, zu Verträgen und zur Musik und so weiter, hier. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Da, wo WrestleMania ist, da ist auch eine ganze Menge anderes Wrestling zu sehen. Denn alle möglichen Indie-Promotions versuchen natürlich, in der Stadt der Begierde ebenfalls Shows zu veranstalten. Und da kann es schon mal vorkommen, dass vielleicht zum gleichen Zeitpunkt mehrere Promotions gleichzeitig Shows machen. Und hier kam es jetzt für dieses Jahr WrestleMania zu einem sehr besonderen Punkt, denn die neue Promotion von Adam Scheer und EC3 Control Your Narrative machen zur selben Zeit am quasi selben Ort eine Show wie auch MLW. Die haben sogar versucht, noch die Control Your Narrative Leute aus dieser Halle zu kriegen, weil die natürlich da alleine sein wollten. Ja, hat aber nicht so ganz geklappt. Erst hat nämlich Adam Scheer, also der ehemalige Braun Strowman, dazu gesagt, dass es da wohl Probleme gab, dass halt eine andere Promotion versucht hat, die da aus dieser Halle rauszukriegen. Und dann kam aber raus, dass es MLW ist. Hier natürlich sehr interessanter Doppelstandard, denn MLW hat doch erst vor kurzem Klage eingereicht gegen die WWE, die wohl angeblich dafür gesorgt haben sollen, dass wohl einige Partner, die jetzt nicht zustande kommen. Und jetzt machen sie quasi sowas Ähnliches. Interessant. Dann wurde bekannt gegeben, dass die Nightmare Factory, also die Schule von Cody Rhodes und QT Marshall, dass diese für den April keine neuen Students zulässt. Die machen eigentlich immer 3-Monats-Seminare, wo man dann halt quasi 3 Monate da komplett ist und dann halt jeden Tag quasi da trainiert. Und für den April wollen sie das Ganze jetzt erstmal pausieren. Das Ganze wurde benannt, weil es wohl Komplikationen gab, aber QT Marshall hat jetzt bekannt gegeben, dass es wohl daran liegt, dass sie einfach mal eine Pause brauchen. Denn sie haben halt immer offen quasi, die machen halt immer die ganze Zeit und es gibt halt keine Pause. Aber ja, das wird vielleicht mal Zeit. Dann haben wir mal wieder ein neues Mitglied bei All Elite Wrestling. Dieses Mal allerdings eine ehemalige UFC-Fighterin, MMA-Bare-Knuckle-Fighterin, Paige Van Zandt. Sie hat jetzt offiziell bei All Elite unterschrieben und das Ganze hat man auch in der letzten Dynamite-Episode gesehen. Allerdings war das halt eher so, yo, sie unterschreibt halt da so einen Zettel und so. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall nochmal klarstellen. Sie hat offiziell einen Vertrag unterschrieben und trainiert dann quasi auf ihr Wrestling-Debüt. Dann ist ja Jeff Hardy jetzt ebenfalls bei All Elite Wrestling unter Vertrag und da gab es ein sehr interessantes Thema bezüglich der Musik von ihm. Er kam nämlich mit dem Hardy Boys Theme raus, was diese ja auch ebenfalls bei der WWE hatten. Und damit gab es natürlich sehr viele Fragen, wie das überhaupt möglich ist mit Musikrechten. Und ja, letztendlich ist es so, dass die WWE die Musikrechte für das No More Words Theme von Jeff Hardy hat. Allerdings hatte die WWE niemals die Rechte für das Hardy Boys Theme. Das hat nämlich wer ganz anderes gemacht, der zum Beispiel auch für Bob Holly die Musik gemacht hat. Und dem hat Tony Khan dann jetzt quasi die Musikrechte abgekauft, aber halt gleich auf das gesamte Set. Also ebenfalls auch das von Bob Holly und von weiteren möglichen Wrestling-Themes, die man da nutzen konnte. Und ja, heißt es nicht, dass wir dann noch weitere Comebacks in dieser Richtung sehen werden, weil er halt einfach schon mal die Musikrechte gekauft hat. Aber sehr interessant, das heißt, das Single-Musik-Theme von Jeff Hardy bleibt bei der WWE. Und ja, die Tag-Team-Musik ist jetzt bei All Elite. Aber er selbst hat ja auch noch bei Impact Wrestling andere Musik und die hat er aber als Rechteinhaber, da die ja auch von seiner eigenen Band kommen. Dann hat die WWE jetzt bekannt gegeben, dass sie dieses Jahr jetzt wieder auf Europa-Tour gehen können. Denn nach der ganzen Corona-Geschichte ist das wohl jetzt wieder möglich. Und jetzt können sie also wieder durchstarten. Wir beginnen natürlich auch wieder mit einem Tourstopp in Deutschland. Und da wird man am 1. Mai dann die Show aus Leipzig nachholen. Also die, die eigentlich schon vor ein paar Jahren geplant war, aber halt immer wieder verschoben wurde. Und jetzt halt feststeht, am 1. Mai kommt die WWE nach Leipzig. Und wehe, ihr fahrt dahin und kauft für den 5-fachen Ticketpreis das deutlich schlechtere Wrestling, anstatt zu Unlimited Wrestling zu fahren, Freunde. Kauft erst das Unlimited Ticket, dann fahrt zu WWE Live, okay? Und bei All Elite passiert es ja immer mal wieder, dass hier und da im Backstage-Bereich oder halt einfach so in der Halle Leute auftauchen, die man aus dem Wrestling-Bereich aber auch kennt. So kam es zum Beispiel in der vergangenen Dynamite-Episode zu einem Gast,
den wir alle vom Hören zumindest schon mal kennen und aber auch vom Sehen. Und zwar Tony Chimmel, der ehemalige WWE-Ringsprecher, der zum Beispiel auch für das Rated R Superstar verantwortlich ist. Der war auch hier bei All Elite mit dabei. Jetzt ist das auch wieder so ein Thema. Das heißt noch lange nicht, dass Tony Chimmel demnächst Ringsprecher bei All Elite wird. Aber es ist zumindest interessant. Und in der letztwöchigen NXT-Episode gab es ja auch eine ziemliche Überraschung, indem Bron Breakker seinen NXT-Titel verloren hat. Und das, obwohl der gerade so übel krass gepusht werden soll. Und genau das könnte ja auch der Grund sein, warum er den NXT-Titel verloren hat. Denn Bron Breakker soll wohl eher schneller als langsam in die Main-Shows gezogen werden. Hatte ja auch schon bei Raw einen Auftritt. Und soll dann auch mit Gable Stevenson, der ja auch nie bisher groß debütierte, die nächsten großen Top-Namen der WWE im Main-Roster sein. Dann gab es letzte Woche aber noch einen Titelwechsel, und zwar ist der TNT Championship von Sammy Guevara zu Scorpio Sky gewechselt. Und hier hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass nur das passiert ist wegen dieser Paige Van Zandt Geschichte, also weil sie ja unterschrieben hat und damit der Brand quasi stärker aussehen sollte und deswegen der Titelsieg für Scorpio Sky hier gewählt wurde. Aber das ist nicht der Fall. Die Story rund um Scorpio Sky mit damals auch Cody Rhodes und der Wechsel hin und her und mit Sammy Guevara und hast du nicht gesehen, also dass Scorpio Sky Champion wird, das Ding war schon lange Hand geplant und hat man jetzt halt einfach umgesetzt. Schauen wir mal, wie lange, denn heute Nacht war ja wieder eine Dynamite-Episode und vielleicht gab es auch wieder einen Titelwechsel. Und apropos Sammy Guevara, auch da gab es wieder ein paar Probleme, denn so ein bisschen Gossip müssen wir jetzt hier mal reinschmeißen. Ihr erinnert euch ja, dass Sammy Guevara mit Ty Conti zusammen ist. Das hatte ich auch schon mal in den News. Und Sammy Guevara war eigentlich verlobt. Und viele lassen immer noch, gerade jetzt, wo das auch in den Shows so dargestellt wird, dass Sammy Guevara und Ty Conti zusammen sind, viele haben das auch wieder als Angriffsfläche genutzt, um Ty Conti zum Beispiel anzugreifen online, um sie fertig zu machen, weil sie quasi verantwortlich sein soll, dass Sammy Guevara sich von seiner Verlobten getrennt hat. Und deswegen hat Ty Conti natürlich auch erstmal gleich wieder ihren Twitter-Account deaktiviert. Und ja, es ist natürlich klar, dass es mal wieder Twitter ist. Und Sammy Guevara hat dann erstmal auch nochmal klargestellt, dass das alles nicht so der Fall ist und dass sie endlich aufhören soll mit diesem ganzen Bullshit. Dann hat Layla Hirsch sich ebenfalls noch geäußert, denn auch sie hat einiges an Hassbotschaften abbekommen, denn sie ist Russin. Oh mein Gott! Da der Russe ja aktuell das neue Feindbild der Welt ist, ja, hat sie natürlich einiges an Nachrichten bekommen, weshalb sie sich dann erstmal gerechtfertigt hat und gesagt hat, yo, ich finde das nicht gut, was da passiert ist und ich distanziere mich davon. Ich wohne seit 8 Jahren in Amerika, also lasst mich damit in Ruhe, nur weil da irgendein Typ durchdreht. Also von daher, naja. Aber ja, also hat sie sich dann natürlich pro Ukraine ausgesprochen und ja, dann alles wirklich. Politik, das ist alles Blödsinn. So, und dann hat Matt Hardy noch einen neuen Vertrag unterschrieben. Wie kommt das jetzt? Ist der jetzt nicht mehr bei All Elite? Doch. Der ist noch bei All Elite, aber er hat jetzt einen neuen Vertrag bei All Elite unterschrieben, der die gleiche Laufzeit und die gleichen Laufdaten von dem Vertrag von Jeff Hardy haben. Denn Matt Hardy ist ja schon seit einiger Zeit bei All Elite und Jeff Hardy hat ja dann einen anderen Vertrag. Und da die ja dann unterschiedlich enden und unterschiedlich laufen würden, also hat man dann gesagt, dass man Matt Hardy dann einen Vertrag gibt, der dann genauso ist wie der von Jeff, damit, falls die Verträge irgendwann auslaufen würden und die beiden dann All Elite verlassen würden, dass das dann auch zeitgleich passiert. Also, dass sie dann zeitgleich auch zu einer anderen Promotion wieder gehen könnten. Ja, Freunde, da war es das auf jeden Fall erstmal mit dem News-Video für heute. Deswegen wie immer einen Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden. Wunderschönen Tag haben. Ich bin übrigens kurz vor meinen 120.000 Abonnenten hier auf YouTube. Also auf jeden Fall den Abo-Knopf durchhämmern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht den besten Dollar, haut rein und ciao.